24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Brew Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 7. Folge des YPC Bank 2022 und damit zum Beginn des zweiten Angeltages in Gruppe B. Tag 1 lief für keinen Angler so richtig nach Plan. Tabellenführer und Shimano-Teamangler Christopher Jung konnte recht früh 4 Zander in die Wertung bringen, doch die Suche nach Barschen und Hechten verlief dann erfolglos und wird heute fortgesetzt. Auf Platz 2 liegt Moby Softbaits Repräsentant Herbert Ziereis aus Bayern, der am Morgen ein paar Probleme hatte, dann aber 4 Hechte einreichen konnte. Das anschließende Streetfishing auf Zander brachte ihm dann jedoch keinen weiteren Wertungsfisch. Auch der drittplatzierte Belgier Sami Mohib, der für die japanische Hardbait-Marke Yosuri antritt, konnte mit dem Hecht nur eine von 3 Fischarten erfolgreich aufs Board bringen. Nach 3 guten Hechten biss er sich an Barschen und Zandern die Zähne aus. Bullseye-Inhaber Markus von Euf aus der Schweiz hat mit 2 Zandern und einem Hecht als einziger Angler schon 2 Fischarten und daher trotz Platz 4 eine recht gute Ausgangslage für den heutigen Tag. Luis Mendez vom Raubfischzentrum konnte nur einen Fisch, aber immerhin den einzigen Barsch der gesamten Gruppe fangen. Der Franzose Frédéric Julien, der für Headbanger Lures teilnimmt, hat mit einem Hecht von 71 cm heute die mutmaßlich schwierigste Mission vor sich. Luis, Fred und Christopher fischen heute im Nordwesten in Zone 2, also angeln im Nordosten in Zone 3 Sami, Herbert und Markus. Tag 2 vom YPC, wir sind unterwegs zur ersten Stelle. Meine Mission ist es, heute einen Barsch zu fangen. Das ist mal wichtig, dann habe ich alle 3 Spezies in meiner Karte. Danach habe ich dann noch 2 Plätze frei, die kann ich variabel füllen. Und weil jetzt generell die größeren Gewässer nicht so liefen, wie man das kennt, weiche ich jetzt auf kleine Spots aus. Das ist natürlich ein Risiko im Turnier, weil ich immer weite Fahrdistanzen zwischen den einzelnen Stellen habe. Aber ich habe mir gesagt, bevor ich dann 3 Stunden an der Stelle werfe, in Hoffnung auf den einen Biss, gehe ich das Risiko ein, fahre etwas mehr Auto. Dafür bin ich mit den Stellen dann relativ schnell durch. Also wenn ich da eine halbe Stunde geangelt habe und nichts kam, dann kann ich weiter. Und das ist der Plan für heute. Ich hoffe, er funktioniert und ihr seid wieder mit der Kamera dabei. Hey guys! So we had the pleasure today to start a bit late. It's like we woke up at 7:30 and we only had to drive like 10 minutes to come here. Between the 2 days of competition, I had 1 day training and I found this beautiful spot with a lot of perch and zander also. So I really hope it will work well today. Let's see that. Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Tag 2 des YPC Bank 2022. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christopher, ich angel für das Team Shimano. In Tag 1 konnte ich ein paar Zander fangen, mir fehlt aber immer noch der Hecht und der Barsch. Und deswegen probieren wir heute nochmal einen Barsch schleppend zu fangen, denn das war die bisher einzige Möglichkeit, wie ich hier an den Barsch gekommen bin. Also dürft ihr mir heute ein paar Kilometer folgen. Wir versuchen hier in der Spundwand einen Barsch zu fangen. Ich habe wieder einen tieflaufenden Crankbait, den World Crank dabei. Der hat im Training schon die Fische geliefert. Hoffen wir, dass es heute auch klappt. Drückt mir die Daumen. Und für alle, die die Daumen schon drücken, ihr kennt es, Füße nämlich auch. Füße drücken. Wir wissen natürlich heute, wo die anderen jetzt gefangen haben, den ersten Tag. Beim zweiten Tag ist es natürlich wie üblich, dass wir nichts mehr erfahren. Und man checkt natürlich genau den Ausgang von alle anderen, wer da jetzt eine Hechte hat, wer Barsche hat und wer Zander hat. Bei mir ist es jetzt so, ich habe 4 Hechte, die wo aber alle nicht groß sind. Also ich kann mich da jederzeit bei jedem Hecht verbessern. Aber ich glaube, die Challenge überhaupt wird sie auf den Barsch gehen.
Und wer die größten oder die meisten Barsche fängt oder überhaupt einen Barsch fängt, der wird beim Weiterkommen auf alle Fälle vorne dabei sein. Das ist meine Einschätzung. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald einen Zander und einen Barsch fange, weil dann ist natürlich der ganze Druck von dem Tag einmal weg. Gell? Dann geht es ums Verbessern. Wenn das eintreten würde, dann hätten die ein Luxusproblem. Ich wünsche auf alle Fälle, alle, die zuschauen und alle, die mitmachen, fangt so viel, wie es geht. I need to rise from the dead, so really please, please, please support me in the comment, because I'm gonna need it the whole day to make a comeback again. And sorry for one of the top three, but I'm here to steal one of your place. There's no way I'm going to miss the qualification round. So, yeah, or not, of course, but at least I'm gonna put all my effort in rising from the dead. So what I'm going to do, I'm going to first go to one spot that I would like to perform on this spot, just because it's some guys that I met on the side of the road, and we start to discuss, Mr. Julian, and then he explained me about the spot. I've been there and I really get a good feeling there. So first we're gonna go for perch, because it can be the most difficult one today. Then we will go for pike, and then finally we go to a very famous place for me, Rotterdam, for Zander. Is that the plan? I'm going to stick to it. So, let's start. I think it's the time now. Let's see. Erster Wurf, zweiter Tag. New day, new hope. First cast. Let's roll. Vier Angler starten hochmotiviert ihren Angeltag. Doch wo sind Markus und Luis? Während meine Kontrahenten vermutlich schon an ihrer Stelle stehen, alles schön ausgebreitet haben, Kescher aufgeklappt haben, sitze ich immer noch im Auto, auch noch für eine Weile. Wir brauchen noch eine gute halbe Stunde, bis wir am Spot sind. Der Spot ist weiter entfernt. Ich muss noch ein-, zweimal ungeplant die sanitären Anlagen aufsuchen. Anscheinend mag mein Magen das nicht so, diese Anspannung, bevor es wieder losgeht. Aber ich halte es nach wie vor für die richtige Entscheidung, auf etwas Angelzeit zu verzichten und dafür dann an der Stelle zu stehen, wo ich volles Vertrauen habe, wo ich auch schon Fische gefangen habe. Und ich bin zuversichtlich, dass das heute klappt mit dem Barsch. Wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, bin ich jetzt auch endlich am Wasser angekommen, hatte ein bisschen Verkehr. Es ist kurz nach 8 und deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen, denn die Jungs, die sind schon am Peitschen bestimmt. Ich habe heute ein bisschen eine andere Taktik wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich wirklich viel Strecke gemacht, aktive Fische gesucht, habe viele Spotwechsel gemacht, bin Spundwände lang gelaufen, ja, und habe einfach nur wirklich Kilometer gemacht. Heute, Freunde, werde ich das anders angehen. Ich werde heute einen Spot ziemlich lange ausfischen und warten, dass da immer wieder Fische langziehen. Heute ist so ein bisschen die Mission Big Fish und werde versuchen, hier an der Stelle hoffentlich einen Zander, aber Hechte hauptsächlich zu fangen. Um zu gewinnen, reicht mir eine Full Card nicht. Deswegen habe ich mir einen Spot ausgesucht, wo auch bessere Fische kommen können. Und wo große Fische unterwegs sind, sollte man eine Farbe nicht vergessen, und zwar die Farbe Chili Cheese, die klassische Großfischfarbe. Und das ist jetzt natürlich meine erste Wahl. Natürlich ein bisschen cheaten mit Chili Cheese, aber ich hoffe, der Kleine bringt mir jetzt einen schönen Pikey oder einen schönen Zander. Das passt auch. So, der zweite Tag startet. Oh, ich bin aufgeregt, Freunde. Heute muss es knallen. Armageddon. Armageddon am Wasser.
das ist der Plan heute. Die Stelle hier ist recht klein, wir müssen uns ein bisschen anschleichern. Im Schweizerdeutschen sagen wir dem Angelstil Indianerle oder Indianerle. Komme mir ein bisschen in meine Jugend zurückversetzt vor. Aber das hat damals schon Fische gebracht und ich hoffe, das wird es heute genauso. Endlich haben auch Markus und Luis ihre Köder im Wasser und während die Jagd nach dem ersten Fisch des Tages im vollen Gange ist, hat einer unserer Kameramänner mit den Besonderheiten des Angelplatzes zu kämpfen. Ja, ja, he is hungry. Tim schon da. Ja, ja, ist mad. Ja, komm her, Mann, komm her. So now I'm trolling along this wall because yesterday it was the key. So often the perch are like hiding in the walls. So when you come by with a crank bait, usually because it makes a lot of vibrations, they come out. Today they're not willing to, so I try again with a soft lure maybe. I find one willing to bite or a zander because I also took some zanders here. Also, there is no boat coming from now, so no movement of water. That was the key yesterday when the boat was passing by on the other side. The water went like back and in again, and it was the key to make the fish move. Ich habe noch gar nicht erklärt, wo ich da bin. Ich bin jetzt am Niederrhein. Ich habe mir jetzt extra so ein Flussstück rausgesucht, wo nicht so markante Plätze sind, sondern wo ich vielleicht alle drei Fischarten fangen kann. Das heißt, ich kann da einen Hecht fangen, einen Zander kann ich fangen und einen Barsch kann ich fangen. Und ich möchte da wirklich sehr lange bleiben, weil meine Taktik ist, irgendwann kommen die Fische an so einem Fluss vorbei und es wird da mit Sicherheit nicht so viel gefischt, weil das sehr unspektakulär ist. Aber es ist halt eine harte Geduldsprobe, weil man hat keinen richtigen Hotspot, nicht, sondern man fischt halt und fischt und fischt und versucht halt da irgendwann die Fische zu treffen. Ich kann auch nicht einmal sagen genau, wo ich jetzt da irgendwie einen Biss kriegen werde, aber das ist halt meine Taktik. Köder werde ich alle möglichen fischen. Jetzt habe ich gerade so einen dort. Und ich werde einen Chickspinner fischen, ich werde einmal einen Wobbler fischen, ich werde einmal, ja, eigentlich alles Mini-Chick werde ich fischen, alles was man heute halt so meint. Immer mal wieder ein bisschen wechseln. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt am Köder liegt, sondern einfach an der Situation. Erstens einmal, wann die Fische beißen und zweitens einmal, ob ich an einem Platz komme, wo gerade da stehen. Und ob das aufgeht, das wird alles neu erfahren. We just arrived on the second spot. Not too far away from the first one, but here we have a urban polder. And I'm really gonna fish fast in some key points, opening, bridge, lily pads. And I fish really bass style with a rocker head, Texas hook, and a Bengal lizard. So I really try to get those pikes that are hiding in the cover. So not losing much time, not fishing big bait. We don't have the sun. So, and it's quite early in the day, so potentially they're gonna be really close from the structure. Let's see what happened. Als kleiner Tipp, wenn ihr mit der Baitcaster jiggen solltet und ihr relativ viel Wind habt oder einen leichten Köder, nehmt immer euren Finger, haltet ihn an die Schnur, um so besser Grundkontakt und vor allem aber auch den Biss zu erkennen. Es geht relativ einfach, wenn man kleine Hände hat, muss man hier allerdings vor den Triggergriff packen. Dann
Mittelfinger und Zeigefinger überhalb des Routenblanks zwischen die Rute legen und dann jedes Mal, wenn ihr gekurbelt habt, könnt ihr einfach die Schnur hier jedes Mal in die Hand nehmen, den Finger immer wegmachen, wenn ihr kurbelt, sonst kurbelt ihr euch sonst die Schnur in den Finger, wegnehmen, kurbeln, dann hier dran halten und dann habt ihr perfekte Bisserkennung und vor allem spürt ihr auch den Grundkontakt, weil ich habe jetzt einen sehr, sehr leichten Kopf, wie man es vielleicht sieht hier in der Umgebung, wir haben doch ein bisschen Wind und das erschwert einfach unglaublich die Grunderkennung, hat man aber den Finger an der Schnur, kriegt man eigentlich alles mit. For this type of fishing, I use a Revo in the Ike series. It's quite a small one, but I'm not going to cast a big bait. So I have a very powerful rod. But the trick here with the reel is I have a ratio of 8. So it's really fast. Retrieve on this one, and I really like this because I want to extract very fast from the grass and the structure, so I want to be able to really go super fast and maintain a maximum pressure so the fish don't escape in the weed. So that's the reason I use this small and fast reel, really to have a better control on the fish when I fight them. So let's hope I can show you this trick fighting a fish. Oh putain, il est là. Oh, there's a pike there. Fuck. Fuck. I was having a follower. But okay, one indication. So, der Spot ist erstmal einmal komplett abgefächert mit dem Chili Cheese. Jetzt probiere ich mal eine Nummer größer. Den Fat Louis in 14 cm. Vielleicht wollen sie ja doch ein bisschen mehr Volumen. Ein Köder, der ein bisschen mehr Druck macht unter Wasser. Fisch hängt. Guter. Junge. Junge. Bitte. Nein! 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 Fuck! Das war echt ein großer Fisch. Ich weiß, das sagt man immer, wenn man einen Fisch verloren hat, aber ich habe den Fisch gesehen, er war direkt an der Oberfläche und ich habe ihn hier vorne auch wieder gesehen. Fuck! Nein! Das gibt's doch nicht, ey. Da war der große Fisch. Ja, Freunde, jetzt habe ich mich mal kurz wieder gesammelt. Der Kameramann musste kurz die Kamera ausmachen. Es ärgert mich natürlich, einen Fisch zu verlieren. Im Turnier sehr, sehr ärgerlich. Aber die Sache ist, das war wirklich ein verdammt großer Fisch. Ich habe ihn halt direkt gesehen an der Oberfläche. Und das ist natürlich richtig, richtig traurig. Den hätte ich euch sehr gerne gezeigt. Der Köder scheint schon mal der richtige zu sein, hier an der Stelle. Das ist der Fat Louis in 14 cm, Farbe Carpe Nostra. Er hat einen sehr, sehr schönen, langsamen Lauf. Und ja, der Fat Louis ist wirklich ein Big Fish Magnet. Ich habe erst letzte Woche mit einer Nummer größer mein PB gefangen mit 1,32 m. Und ja, ich lasse das mal kurz noch sacken, trinke einen Schluck Wasser und dann greife ich noch mal an. Denn ich denke, das wird nicht der letzte Fisch sein, der einzige Fisch sein, der hier rumschwimmt. Aber das ist echt ärgerlich. Das ist echt einfach traurig. Aber egal. Ich muss mich sammeln und dann fokussieren. Plan Armageddon
wird weitergemacht. Big Fish, Big Fish. Auch wenn der Verlust eines großen Fisches natürlich schmerzt, immerhin gibt es bei Louis Fischaktivität, die er für sein Comeback heute dringend braucht. Und auch der sechstplatzierte Fred hat heute wenigstens schon einen Hecht sehen können. Sometimes when you fish a lily pad, you need to pay attention, because you're gonna see the lily pad moving aside of your bait, and that because they are hiding in the lily pad, then they're gonna turn before they attack. So you can focus before you get the bite. It's not all the time the case, but be aware that you need to watch the surroundings of your bait, because some indication are going to come before the bite. Come on, pikey, pikey. Come and see daddy. Leider blieb der erste Versuch ohne Erfolg. Ja, ist natürlich ein bisschen Dämpfer, aber ich habe ja noch etwas Zeit heute. Die Hoffnung war aber schon, dass ich hier an der ersten Stelle mindestens Kontakte kriege. Aber wir haben hier in der Nähe noch andere Stellen, die werde ich jetzt probieren. Und je nachdem nochmal zurückkehren an die Stelle, weil ich bin mir sicher, dass hier über den Tag nochmal Barsche durchziehen. Ich habe im Training hier auch Barsche gefangen, sogar schöne Größen. Und der Plan wäre, das heute zu wiederholen. Wie krass ist das denn? Das ist der Wurf, nachdem ich den Fisch gerade verloren habe. Ich hab einen Hechtraum gesehen. Ich habe einen Hechtraum gesehen und dann hingeworfen und er hat gepackt. Ist auch ein guter Fisch. Bitte diesmal. Man kann nicht so viel Pech haben. Einen muss ich rausbekommen. Der ist nicht ganz so groß wie der erste, den ich gerade verloren habe, aber das ist ein Hecht. Und ein Futter. Power. Der will nur die ganze Zeit springen. Ah. Bleib unten, bleib unten. Bleib unten. Bleib unten, bleib unten. Meine Pumpe geht. Um Turnierfische zu drillen, ist doppelt so aufregend. Macht mich fertig. Ich bin kein Turnierangler, Freunde. Ich bin kein Turnierangler. Das ist eine Anspannung. Ich kann nicht mehr. Das ist gut im Futter, Kleine. Einmal kurz gucken, wo der Haken sitzt. Okay, ich sehe den Haken. Ja. Schöner Pike.
gut im Futter. Gesunder Fisch. Puh. Herrlich. Wie viele Punkte der mir gibt. Der 93er Hecht, super Turnierfisch, super Fisch. Zwei Fische, zwei Würfe, den habe ich kommen gesehen. Oder was heißt kommen gesehen? Ich habe gehofft, dass er weiß, weil ich habe ihn rauben gesehen. Habe exakt den überworfen und dann ganz langsam meinen Köder da lang gezogen und Glück gehabt. Boom, voll drauf geschippert. Carpe Nostra, my boy. Ja, leider hat der Hecht sich so krass geschüttelt, ihr habt es vielleicht gesehen, der ist dreimal aus dem Wasser gesprungen, der war total aktiv. Sich so geschüttelt, dass er den Gummifisch komplett zerfleddert hat und er ist dann aus dem Maul rausgeflogen. Ich habe tatsächlich Carpe Nostra noch einmal da, der ist aber schon gefischt, der hat auch schon ein paar Fische gefangen. Der ist schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, angeschlagen. Aber das ist jetzt der letzte und den mache ich mir nochmal drauf, denn anscheinend die Farbe funktioniert hier. Ihr seht, ich bin noch am Zittern. Das ist echt eine Anspannung beim YPC immer. Mache ich den fertig und dann geht's jetzt weiter. Junge, ich bin so am Zittern. Traumfisch für Luis. Der Mexikaner aus dem Raubfischzentrum-Team kann ein 93 cm Pflaster auf die frische Aussteigerwunde kleben und ist mit diesem einen Fisch wieder voll im Rennen. Zwar bleibt er zunächst auf dem fünften Platz, doch mit nur einem 80er Hecht könnte er aktuell sogar die Tabellenführung übernehmen. So eng ist das Feld beieinander. Fred wechselt derweil den Spot. When you fish polder like this, you have what I call a key spot, and you need to pay attention where they're gonna come from when we don't know where we have the activity. So here we have like the shoreline that is very often a hiding place because there's all under the shore, and very often when there's no activity they are hiding there. So you need to cast a parallel from the shore, and you have those lily pad, and depending on the activity they're gonna be really deep into it or a little bit outside. So you need to pay attention on the first bite you're gonna have, where you have it, to after concentrate every cast. So at the beginning you lose a little bit of time exploring all type of spots inside the spot. So here I have a shoreline, no grass. There I have lily pads bed, and I'm gonna explore all of them at the beginning and narrow my search as I get information, hopefully. Yes! Oh! No! 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 Man! No, this is not possible. Exactly what we were talking about, where to find them. Here you can see maybe there's kind of a branch from a tree, and he was hiding right there, and he really went out. And that's a bad sign that I lost it, but good sign that maybe they start to activate right now. Let's go. Das ist Max. Max ist ziemlich aufgeregt, denn es ist Sommerschlussverkauf bei Hecht und Barsch.de. Ob Caps, Shirts, Sonnenbrillen oder Regenjacken. Hard- und Softbaits, Huten, Bellyboote und Kajaks. Tausende Produkte knallhart rabattiert. Vom 22. bis 25. September. Der Sommerschlussverkauf bei Hecht und Barsch.de.
einen Kühlerwechsel mache ich jetzt. Und zwar hänge ich da jetzt so eine Larve drauf. Wenn ich es schaffe, dass ich in das Loch nicht komme, ja, passt. Vorhin habe ich den dort gehabt, jetzt mache ich den drauf. Immer ein bisschen wechseln. Und einen Barsch fangen. Einen Barsch oder einen großen Zander nehmen wir natürlich jetzt auch noch. Ich habe gerade abgerissen und weil ich ein bisschen Zeit sparen will, habe ich hier meine Spinning geholt. Und warum zeige ich euch das? Ein kleiner Trick. Wenn ihr eure zweiteiligen Ruten zusammen macht, macht den Einhänger oder den Köder in den letzten Ring vom Spitzenteil. Dann könnt ihr das nämlich einfach so nehmen und zusammenstecken. Und habt ihr keinen Schnurrwirrwarr, wenn ihr das hier in der Rolle oder versucht hier am Startring festzumachen. Kleiner Tipp, hilft aber einiges an Zeit zu sparen. Und jetzt sind wir halt doch auf der Spinning. Okay, so no fish on the first spot. I don't want to lose more time in this spot because the water is not like yesterday, not moving so much. So we go directly to the other spot, the spot where I caught like not much, one zander, but every time I went there the last days it was always one zander. So let's try it. Zu viel Kleinfisch. Die müssen gar nicht unser Zeugs fressen. Kriegen frischen Stuff. Ja, dann nehmen wir nochmal einen anderen Hardbait. Wenn ich Twitchbait angle, man sieht oft, dass die Leute den Köder so animieren, also quasi im Zug, und dann an der Endposition verharren. Das geht schon, aber der Wobbler macht dann meistens gerade Vibration und bleibt gerade stehen. Und wenn man den führt wie ein Jerkbait, sprich man gibt ihm Raum, also ich gehe dann mit der Spitze wieder zurück, nachdem ich den animiert habe, bricht er immer schön zur Seite aus und das triggert häufig dann die Bisse. Fisch. Fisch. Das sind gute Kopfstöße, Freunde. Ab! Das gibt's nicht. Nee. Junge, ich kann nicht mehr. So, ich habe mich wieder beruhigt. Es ist natürlich extrem ärgerlich, wenn man Fische verliert. Aber ja, ich habe den Köder noch. In den habe ich extremes Vertrauen. Der Fat Louis in der Farbe Carpe Nostra. Und ich hätte schon drei Fische haben können. Das ist so ärgerlich. Aber egal. Plan Armageddon steht. Wir brauchen heute Big Fish. Und ich werde jetzt weitermachen, denn ich habe noch eine Menge Zeit. Also fokussieren. That's a plan. Man. Voilà. Let's measure it fast. Okay. 71. Okay for you. Yes. Yes. 71. Good. Good. So that's two fish of 71.
and hopefully I can get more in this boulder. And I like because in really no time I get one bite that I missed, and now I get one. So they look like really they are getting out of the weed from the shore. So yeah, that's cool. And it's fun fishing with this small rocker head and small lizard. That's a creature. It's yeah, it's really easy, like a frog, like a salamander, like all kind of things that are living there. It doesn't need to be really imitating, but it works. And the rock head really give you edge shake. So I found it also more easy if you are not familiar with this type of fishing. Use this rock head because you're gonna see it's pulling in your line more than a Texas, a regular Texas, where you don't know if it's swimming or not. Here it gives you the impression that it's swimming all the time, and definitely is moving much more water than a Texas rig. Chaos. I felt it. He gave me the information. He was behind. I stop, and on the fall, I see it coming from behind. Accelerate, grab it. Insane. Insane. Same hole. We didn't move 2 meters. Okay, guys. Maybe a little bit smaller, but doesn't matter. We need those badly and fast so I can move on. 67 or more. 68. Up. Yes, baby. Man, incredible. He was in this tree. I tried to make a few casts before. I couldn't get really into it. Then I think I drag him out. He punched it one time. Then I was looking behind. I try a stop. I see the shadow coming. Boom, he take it. Incredible. That's what we like in fishing. Those are type of action. Fred ist zurück. Ein Hecht-Doppelschlag bringt ihn auf Platz 4 und nun ist die Tabelle noch enger. Platz 1 und 6 trennen momentan keine 80 Punkte voneinander. Alles ist offen. Yeah, guy, now we take the ferry and it's taking ages and ages and we need to hurry up a bit because it's already 9:30 and I still don't have any fish. Today I don't know if the other guys are catching or not because they send the fish directly to Tony, so I won't know until the end. So I have to try my best today. Yeah. Let's hope it will get better. Ja, das ist anders, man kann es nicht anders sagen. Ich hatte so ein endloses Vertrauen in die Stelle, sonst wäre ich auch nicht durch die halben Niederlanden gefahren und hätte noch mal eine halbe Stunde meiner Angelzeit vergeben. Aber eben, ich werde heute die Stelle sicher noch mal anfahren und ich hoffe, dass dann die Fische da sind und fressen, dass ich endlich zu meinem Barsch komme und die Liste irgendwie voll machen kann. So, Achtung, jetzt kommt ein Drop. Der ist so krass. Ich mache hier nur 5 cm Sprünge. Da haben wir ihn. 1 Meter fast runter, 1,5. So eine heftige Kante da. Da ist nochmal eine Spundwand im Wasser drin sozusagen. Da muss Fisch stehen. Fisch. Thank you.
sitzt der Fest auch noch. Sitzt der Fest. Ja, da kann ich nicht gehen. Nein. War echt der große Fisch. Aber ich glaub, dass er jetzt nicht mehr dran hängt, weil. Ich hab die Steine schon rupfen gesehen, da sind große Steine da. Die war genau der gewesen. Ich hab bremst, zwei Lauf gemacht. Scheiße, Schnur ab. Mist. So ein Scheißdreck. Kann man nichts machen. Das sind Niederlagen, das ist Wahnsinn. Aber ich habe schon beim Drillen gespannt, dass da unten Steine waren. Da habe ich die Bremse aufgemacht. Dass ich ihn ja nicht so hart da an die Sterne, dass ich nicht die Schnur abschneide da dort. Nachhinein denkt man, vielleicht hätte man besser hernehmen sollen, aber. Dann. Am Schluss, glaube ich, war ich auch nicht mehr dort, aber das ist so elendig. Munterputzen weitermachen. Munterputzen weitermachen, ja. Ist echt elendig. Ein großer Fisch, der im Drill verloren geht. Dieses Gefühl hat auch Luis heute schon zweimal ertragen müssen. Biss gehabt. Einfach locker bleiben. Ganz locker bleiben. Der beißt nochmal. Also so ein YPC ist wirklich auch eine kleine Therapiesitzung. Man muss wirklich an sich arbeiten, seine innere Mitte finden. Einfach weitermachen. Und Fisch fangen. Das gibt's doch nicht. Er hat wirklich nochmal gebissen. Ach, da ist er ab schon wieder. Der hat nochmal nachgepackt. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt der dritte Fisch, den ich verliere. Der hat nochmal gepackt. Das ist ein Scherz. Würde man das nicht aufnehmen, das würde mir keiner glauben. Das würde mir keiner glauben. Er war Gott sei Dank nicht so groß. Aber ich hätte ihn gebraucht. Er hatte definitiv 75, 80. Was ist hier los? Wie viel Zeit habe ich überhaupt? 2,5 Stunden habe ich schon gefischt. 4 Kontakte. Ich muss meine Quote ein bisschen verbessern heute. Weil sonst wird das schwer, in 8 Stunden die Fische voll zu machen. Der begehrteste Raubfisch-Adventskalender Deutschlands ist wieder da und er wird noch krasser. Mehr Hardbaits, ein Warenwert von über 200 Euro UVP, 24 weihnachtliche Überraschungen, ausschließlich exklusive für den Kalender angefertigte Produkte von 11 erstklassigen Raubfischmarken, 24 Chancen, ein goldenes Ticket zu gewinnen, Support für den YPC und das für nur 99,95 Euro plus Versand. Der Kalender ist limitiert, gehe nicht leer aus und sichere dir schon jetzt den Deal des Jahres. Den Link zur Vorbestellung findest du in der Videobeschreibung.
Yeah, so now we're on the new spot, just nearby another sluice. Now I had some small zenders here, so if I can manage to catch one, now it's pretty cool because the next spot is a perch spot, mainly perch spot. Sometimes zender also, but I think here there's more zenders. So guys, the conditions are changing quite fast. I mean, the group A had more rain, and now it's more, yeah, it's still cloudy for now, but really less rain. So I feel like the fish is a bit more on off. We'll see tonight with the other competitors' results, of course, but for me, it's like that. They're really on off. Yesterday, training day, it's raining again, and I catch some fish. Da handelt man die ganze Zeit und wartet einfach nur in jedem Wurf auf so ein ganz trockenes Tock, auf eine krumme Rute, dass da ein Fisch dran zappelt. Aber es will einfach nicht kommen. Naja, wir bleiben dran. Der Barsch muss hier irgendwo sein. Guckt euch das hier an, der muss hier sein. Aber vielleicht hat er einfach gar keinen Bock. That was a money shot. Yes! No! That was a money shot. I told you, he was there. Bitch! And you know why? The wind is pushing the stream right there, inside this one. Verlorene Fische, Aussteiger und Fehlbisse. Während seine Kontrahenten ihre Kontakte in nichts Zählbares ummünzen können, ist Markus nach ein paar erfolglosen Zwischenstopps an seinen ersten Angelplatz zurückgekehrt. Ich habe nach wie vor Vertrauen in die Stelle. Es sind auf jeden Fall Barsche an der Stelle. Die kommen ab und zu, die sind nicht immer da, die fressen nicht immer. Ich erwarte auch nicht, hier 20 Barsche zu fangen, aber einfach ein schöner Barsch wäre hier meine Erwartung, und ich hoffe, die erfüllt sich. Dann können wir nämlich noch weitermachen und gucken, dass wir die Karte voll kriegen. Aber solange der Barsch noch nicht dabei ist, dann müssen wir gar nicht weiter überlegen. Stelle und ich fange nicht. Applaus, Applaus. Jetzt wissen wir, warum die Barsche nicht da sind. Aber ein Fisch mehr zur vollen Karte ist auch mal was. Komm auf 5 hinten, oder nicht? Ja. Also 71,5, 72 cm. Das hätte ein Barsch werden sollen. Aber vielleicht war das der Grund, warum die Barsche nicht aktiv waren, weil der Hecht auf dem Platz stand. Kennt man oft, kennt jeder Stipper. Eine Zeit lang keine Plätze beißen, mal einen Gummi durchziehen. Vielleicht lag es da dran, aber jetzt wäre der Platz ja frei. Bühne frei für die Barsche. Nicht die gewünschte Fischart, aber ein Fang mit eklatanten Folgen fürs Klassement. Markus springt mit diesem Hecht vom 5. auf den 1. Platz und kann seine Barschjagd als Tabellenführer fortsetzen.
Der Hecht jetzt mit 72 cm kam auf meinem Barschköder, Goofy in 7 cm. Aber gerade um die Jahreszeit oder an so Stellen, da stehen die Hechte unten und schlürfen ein, was vorbeikommt. Und zurzeit sind ja wirklich viele Brutfische unterwegs, darum passt der Köder dann auch perfekt ins Beuteschema. Jetzt hatte ich gerade einen Biss. Bissspuren sind an dem Köder keine zu sehen und der ist ja wirklich sehr, sehr klein. Das könnte der so, so wichtige Barsch sein. Ich probiere es jetzt noch mal ein paar Meter runter zu. Fisch. Das ist kein Barsch. Das ist safe kein Barsch. Das ist eine Fritte. Das ist aber eine wirkliche Fritte. Der wird keine 45 haben. Der wird keine 45 haben. Boah. Wir legen ihn vorsichtshalber mal drauf, aber der sieht eher so aus wie 38. Na, wobei. So einen kleinen Hecht habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Also nicht mal für einen Zander hätte der Maß. Dann ab in den Kescher. Und zurück mit dem Kleinen. Schick mir mal bitte deine Urgroßoma vorbei. Ja, endlich einen Fisch dran gehabt. Ich habe jetzt schon wirklich lange Zeit ohne Kontakt geangelt. Aber leider nicht den Fisch, den wir brauchen. Entweder den eine Nummer größer, aber am liebsten wäre mir ein Barsch in der Größe. Das wäre jetzt der Knaller. Wir angeln noch mal bis davor und dann wechseln wir den Spot. Wobei es hier gerade aussieht, als würde ich hier auf meinem Besen reiten. Kescher packen wir wieder ein und ja, drückt die Daumen, dass endlich mal der Fisch rauskommt. Ich glaube, ihr drückt die Daumen nicht gut genug, denn irgendwie will gerade noch nichts. Also weitermachen, Männer und Frauen. Weiter geht's. Ich werde verrückt. Ich habe gerade schon wieder einen Biss gehabt, aber ganz vorsichtig. Der war schon wieder nicht gehangen. Ich drehe hier noch am Rad, Männer. Ich drehe hier am Rad. Ich brauche doch nur so einen blöden Barsch. Ja, eigentlich keinen blöden Barsch. Ich mag die Dinger ja eigentlich. Aber sie mögen mich heute irgendwie nicht. Und gestern auch schon nicht. Das ist ein bisschen eine Art Grundlimitat. Ich habe das aber noch nicht so richtig verdaut, mein Fisch. Der hängt noch ganz schön drin bei mir. Puh. Fisch. Ah. Kante Barsch gewesen sein. Hart, hart, hartes Brot. Aber wir haben ja noch 5 Stunden ungefähr zum Fischen. Und in 5 Stunden kann einiges passieren. Und eigentlich brauche ich ja bloß 2 Fische, also die kann man auch relativ schnell fangen, aber der verlorene Fisch ist immer noch bitter, weil, naja, bin mir auch selber nicht sicher, ob ich das gut gemacht habe. Mit der Bremse dann zu weit auf, weil ich so viel Angst gehabt habe, wie geht die Sterne da. Naja, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Also, halten wir die Dame, vielleicht kommt ja noch was. Jetzt beginnt der Kampf. Ich bin so unentschlossen, ob ich die Stelle wechseln soll, um eventuell auf Zander zu angeln. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ziehe ich das hier durch, versuche es weiterhin auf Big Fish, oder fahre eine andere Stelle und mache die Karte voll mit Fritten. Und hoffe dann, dass ich weiterkomme. Aber ich glaube, nur die Full Card reicht nicht. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon gesehen. Deswegen, ich glaube, ich muss hier noch weiter durchziehen. Ich brauche noch mindestens 2 dicke Fische. Und dann könnte ich wechseln auf Zander. Oh, das ist immer taktieren. Ich habe nur 8 Stunden Zeit. Das ist wirklich Angeln am Limit. Für die Nerven vor allem. Schwierige Entscheidungen, die Louis zu treffen hat.
Sami hat die letzte Entscheidung gerade hinter sich und sitzt wieder im Auto. Okay, we change again now. We go to a new spot in the canal, where I caught most of my fish during training, so it was my best spot. I really expect at least one perch from this spot, otherwise I'm completely fucked. Fish. Jetzt hat er noch nicht viel gemacht. Es müsste ein kleinerer sein. Aber egal. Ich brauche Fische. Ich brauche Fische. Ein Hecht. Was für ein Krimi. Hat auf jeden Fall keinen Bock, ins Fernsehen zu kommen. Okay. Genau 90. Ist extrem sauer, der Kleine will sich noch mal schütteln. Der Nervenkrimi geht weiter, Freunde. Jetzt habe ich drei Fische. Drei Fische. Die halbe Karte ist damit voll. Ich muss noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen weiter dran arbeiten. Aber so langsam geht es in die richtige Richtung. Und es war schon wieder der gleiche Köder. Carpe Nostra hat schon wieder zugeschlagen. Das ist gut. Jetzt bin ich happy. Noch ein. Der nächste große Fisch für Luis erklettert von Platz 6 auf Platz 2. Auffällig, alle 6 Fische, die heute gefangen wurden, waren Hechte. Nicht die besten Vorzeichen für diejenigen, die versuchen, Barsche und Zander zu fangen. Willkommen zur YPC Boat 23, nee 22. Vielleicht hilft mir das weiter, aber nicht erlaubt, darum gehen wir wieder auf Festland. Der kleine Cranky hat mir wirklich schon unzählige schöne Barsche gebracht. Eben gerade wenn die picky sind, der macht für die Größe extrem viel Druck, kann man dadurch auch ganz langsam führen und läuft so circa 70, 80 cm, je nachdem wie man die Route hält. Geht hier sauber übers Kraut. Und ich warte jeden Moment darauf, dass der Anschlag kommt. Also ich kann mir es auch nicht erklären, das ist hier wirklich Raubfischparadies. Der Kameramann ist auch schon neidisch, dass er filmen muss und nicht angeln darf, aber viel hast du noch nicht verpasst, wie du siehst. Das war's jetzt mit dem Vertikalen. Es gab 3 Bisse, einen kleinen Fisch, der leider nicht gezählt hat. Aber jetzt soll auch gut sein mit der Angelei. Mir macht selbst persönlich gar nicht so viel Spaß. Ich mach's zu Hause eigentlich nie. Aber im Training hat sich gezeigt, die Fische sind ultra zickig. Und das war irgendwie gefühlt meine einzige Chance, einen Barsch zu fangen. Jetzt verwerfe ich den Barsch erstmal. Jetzt geht's auf Hecht. Also ein bisschen angenehmere Angelei, ein bisschen werfen. Und ja, vielleicht kommt da der ersehnte Punkt mehr, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die anderen Jungs schon was gefangen haben und euch was präsentieren durften. Ich hoffe, dass ich euch bald auch was vor die Kamera halten darf. Am liebsten so einen schönen 40er Barsch oder vielleicht einen größeren Hecht. Wir gehen jetzt weiter zum Auto und dann geht's zum nächsten Spot. Kommt mit. Ja,
Mist! Fuck! That was a good perch! Fuck! Finally a fish! And I miss it! Shit! I was trolling the shad for quite a long time now, and it's the only bite I had. Now let's continue. What can I do? You know, when you troll like that, you always find fish at one point, even if it's not a good day. But if you miss it like that, then you're done. Where are you? Come on. Don't be shy. Do I deserve this one or not? Do I deserve this one or not? Look at this chaos. Yes! Man. Man, this one is called desire. Yes. Ha! Hold on. There, 70. Okay for you? Yes. Merci. See you later, alligator. Small alligator. Sometimes you need a little bit of luck. You cannot always run out of luck. From zero to hero. Als Tabellenletzter in den Tag gestartet, ist Fred nun mit 4 Hechten Spitzenreiter. Doch der Blick auf die Tabelle zeigt, 4 Stunden vor Abpfiff trennen Fred auf Platz 1 und Sami auf Platz 6 gerade einmal 35 Punkte. Für die letzte Folge am Sonntag ist Hochspannung garantiert, denn noch nie waren die Chancen aufs Weiterkommen nach anderthalb Tagen so gleichmäßig verteilt. Was glaubt ihr, welche 3 packen es? Schreibt uns euren Tipp in die Kommentare und lasst uns ein Like und ein Abo da. Bis Sonntag!